Also meine These ist, dass die Opposition in der DDR nie eine Massenbasis angesprochen hat, weil der Respekt vor dem DDR-Regime zu groß war, als dass man so etwas riskieren wollte, sich da anzuschließen. Angeschlossen haben sich höchstens diejenigen, die sich zur Ausreise aus der DDR entschlossen haben. Um sozusagen den Prozess zu forcieren, hat man sich öfters in solchen Kontexten sehen lassen. Die Gruppe, die die Opposition gebildet hat, war sehr klein, war eine kleine Handvoll. Ein paar hundert, vielleicht etwas über 1000 Leute, die sich regelmäßig oppositionell betätigt haben. Vielleicht noch dreimal so viel, die ab und zu Veranstaltungen gekommen sind, aber das war's dann auch. Alle anderen hatten mit der Opposition nichts zu tun und das ist vielleicht auch die Begründung dafür, weshalb die Opposition, die sich später nach den vielen Gruppen im Bündnis 90 Die Grünen und in der SPD wiedergefunden hat, größtenteils, kleine Gruppen sind über den demokratischen Aufbruch auch in die CDU gekommen. Oder heute später zur CDU gewechselt. Das sind aber im Grunde wirklich nur eine Handvoll. Diejenigen, die sozusagen hauptsächlich bei Bündnis 90 Die Grünen und bei der SPD waren, die haben die Quittung schon bei der Volkskammerwahl bekommen und danach sehr schlechte Wahlergebnisse, weil die Massenbasis war die Opposition nicht. Die war auch nicht diejenige, die dazu geführt hat, politische Voten abzugeben, sondern das war das westdeutsche System, an dem man sich orientiert hatte. Und diejenigen, die sozusagen Schluss gemacht haben mit der DDR, die sind auch schlicht abgehauen und haben nicht sich oppositionell betätigt. Die Opposition hat, wenn man von einer Dynamik sprechen kann, Auftrieb bekommen eigentlich seit den Ereignissen der 70er Jahre, vor allem um Wolf Biermann. Und die Ausweisung der Schriftsteller daraufhin, also Sarah Kirsch, die Rudolf-Barrow-Affäre, das sind, wenn man so will, Durchlauferhitzer für diejenigen geworden, die sich schon lange engagiert haben oder noch hinzugestoßen sind. Ich glaube, in dieser Zeit gab es auch am meisten Dynamik und Bewegung, im Übrigen auch innerhalb der Kirche in der ehemaligen DDR. Die Kirche in der ehemaligen DDR hat sich ja als Kirche im Sozialismus formuliert. Und es gab dann, nachdem dieser Prozess vorangeschritten ist, auch innerhalb der kirchlichen Gruppen entsprechende Friktionen mit dem DDR-System. Wenn wir schon Kirche im Sozialismus sind, dann können wir auch Kirche gegen diesen selbsternannten Sozialismus sein. Nun hatte ja die DDR-Opposition, so heterogen sie war, Anlass, Morgenluft zu wittern in den Spätsommertagen, Herbsttagen des Jahres 1989. Glauben Sie, rückblickend die Chance genutzt zu haben, hat es eine Chance gegeben, die Masse sozusagen zu instrumentalisieren für eigene Zwecke, um es mal im machtpolitischen Sinne zu formulieren? Also die Lunte gerochen hat die Opposition eigentlich schon viel früher. Wenn man an die große Luxemburg-Liebknecht-Demo 1988 denkt und die großartigen Veranstaltungen, die in den Tagen danach in den Andachtsgottesdiensten stattfanden, das waren ja immer Tausende, die sich da versammelt haben. Und das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Lunte gerochen hat die DDR-Opposition natürlich bei den Kommunalwahlen 1989, als wir im Mai immer zu zweit in die Wahllokale gegangen sind und nachgezählt haben, ob die uns nicht aufs Kreuz legen. Wir wussten alle, dass die Offiziellen da falsche Wahlergebnisse fabrizieren, aber der Nachweis, konnte natürlich nur gelingen, wenn man flächendeckend entsprechend nachgezählt hat. Und das haben wir getan hier in drei Berliner Bezirken. Das war ein Riesenfest auf der einen Seite, aber auch eine politische Aktion auf der anderen Seite, sehr medial und öffentlich begleitet, und der Beweis war erbracht. Zwar die übergroße Menge der Leute in der DDR haben mit Ja gestimmt, aber die Anzahl der Nein-Stimmen, der Enthaltungen, derjenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind, ist doch wesentlich höher gewesen, um ein Vielfaches höher, als Egon Krenz dann verkündet hat mit seinen 99,77%.